Die einzige wirksame Waffe gegen Tyrannen und Diktatoren wäre, sie lächerlich zu machen, sie zu entlarven, ihre psychopathische Sehnsucht nach Unsterblichkeit und Anerkennung in der Weltgeschichte zu durchkreuzen, all diese abgebrochenen Bastarde und Winzlinge, die sich da einschreiben wollten in die Geschichte, hätte man wie Napoleon von vornherein Rumpelstilzchen genannt und andere heutige Diktatoren mit ihren kindlichen Fazies und Visagen noch geschwollene Gesichter, die gerade aus dem Unterleib gekommen sind, als du feixendes Riesenbaby Dürrenmatz zum Beispiel konsequent benannt in ihrer Unersättlichkeit und grinsend feixenden Rachsucht und Zerstörungswut und ihnen damit einen Anerkennungsplatz in der Geschichte durchkreuzt. Man müsste die körperlichen Merkmale dieser Wonneproppen des Auswurfs schlagend treffen und konsequent so benennen, das würde jedenfalls ihre Hybris am ehesten noch subvertieren, sie zu Kasperles zu machen oder zu Kasperles Krokodil oder sonstigen Pole-Poppenspäler-Figuren.